von der Zuversicht. Und so konnte ich meine Grenze überschreiten. Alle Hindernisse, die in der Luft waren, lösten sich auf. Auch die Grenze hat sich in Luft aufgelöst. Ich landete über der Grenze, die nicht mehr da ist, und wurde wieder zu einem Menschen. So schreibt Veronika Grün, eine Literatin aus dem Diakoniewerk Gallneukirchen, und deutet mit diesen Worten an, worum sich der Reformationsempfang 2021 dreht, um die Zuversicht. Sehr geehrte Festgäste aus der Ökumene und aus den Religionsgemeinschaften, aus den Botschaften, aus der Gemeinschaft der evangelischen Kirchen in Europa, aus der Europäischen Kommission, aus den Bundesministerien und der Justiz, sehr geehrte Abgeordnete zum Nationalrat, zum Wiener Landtag, zum Gemeinderat und zur Bezirksvorstehung. Sehr geehrter Herr Magister Welzig und sehr geehrter Herr Professor Dr. Fischer aus dem Kultusamt, sehr geehrter Herr Domscholaster Monsignore Dr. Auer, sehr geehrter Herr Bezirksvorsteher Magister Fiegel und sehr geehrte Frau Bezirksrätin Magistra Plachy-Locco, sehr geehrter Herr Direktor Stellvertreter Haider von der Raiffeisenbank Oberösterreich, sehr geehrte Festgäste aus den Universitäten und Hochschulen, sehr geehrte Festgäste aus der Diakonie und ihren Werken, sehr geehrte Vertreterinnen anderer Gemeinwesenorganisationen sowie sehr geehrte liebe Anwesende aus den evangelischen Kirchen, Sie als Gastgeberinnen und Gastgeber aus der Kirchenleitung, aus den Superintendenzen, aus den evangelischen Pfarrgemeinden und evangelischen Einrichtungen. Und schließlich sehr geehrte Festgäste, die den Livestream auf YouTube verfolgen, am Kanal der evangelischen Kirche in Österreich. Sehr geehrte liebe Damen und Herren, herzlich willkommen. Der Bischof der Evangelischen Kirche AB in Österreich, Michael Kalupka, richtet jetzt zu Beginn das Wort an uns. Liebe Freundinnen und Freunde der evangelischen Kirchen, liebe Schwestern und Brüder hier und vor den Bildschirmen, ich darf Sie ganz herzlich zu diesem Reformationsempfang der drei evangelischen Kirchen begrüßen, im Namen der Reformierten, der Lutherischen und der Evangelisch-Methodistischen Kirche in Österreich, die ja heuer ihren 150-jährigen Bestand feiert, was wir noch hören werden. Warum haben wir diesen Reformationsempfang unter das Motto Zuversicht gestellt? Ganz einfach, weil wir Zuversicht nötig haben. In vielfacher Weise. Als Teil der Weltgemeinschaft, die Klimakatastrophe ist noch lange nicht abgewendet. Die Sorge um die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder wächst. Wir haben Zuversicht nötig als Teil einer Gesellschaft, die immer noch unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie leidet und deren Solidaritätspotenzial angespannt ist. Und wir haben Zuversicht nötig als Bürgerinnen und Bürger, die, wie es scheint, von ihren Repräsentantinnen hinters Licht geführt wurden, sodass mit dem Vertrauen in die staatlichen Institutionen mutwillig gespielt wurde. Und es ist wahrlich kein Trost, dass die Art der Respektlosigkeit, die uns in der Karfreitagsfrage entgegengebracht wurde, nicht auf uns alleine beschränkt gewesen ist. Und wir brauchen Zuversicht angesichts der täglichen Katastrophen. Ich stehe da erschüttert, weil ich im Jahr 2015 bei der Katastrophe in Barndorf, wo 71 Menschen auf der Flucht gestorben sind, sehr nahe dran war,
als Diakoniedirektor zu Stellungnahmen aufgefordert wurde. Heute sind wieder Menschen in einem Kleinbus an der burgenländischen Grenze gestorben, die geschleppt worden waren. Wie verzweifelt müssen Menschen sein, so eine gefährliche Reise auf sich zu nehmen und dabei das Leben zu riskieren. Ich bitte Sie, ein kurzes Gedenken an diese Opfer dieser Tragödie an unseren Grenzen zu halten. Wir denken an die Opfer, ihre Familien, ihre Angehörigen. Und wir bringen, guter Gott, unsere Ohnmacht vor dich. Wir haben Zuversicht nötig. Nötig auch als Kirchen, die vor großen zukünftigen Herausforderungen stehen, wie wir mit unseren Mitgliedern in ein fruchtbares Gespräch kommen, um als Ansprechpartnerin für ihre Sorgen, Nöte und Hoffnungen relevant zu bleiben und zu sein. Wir haben Zuversicht nötig, doch Zuversicht haben wir nicht nur nötig, sondern sie ist uns, und das ist das Besondere, was wir als evangelische Kirchen, als Kirchen immer wieder zu sagen haben. Sie ist uns geschenkt. Wenn wir am Sonntag singen, meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und fürchte mich nicht, dann ist da der Grund gelegt, auf den wir in den Herausforderungen, in all den Krisen, in all den Katastrophen, mit denen wir leben müssen, bauen können. Nelson Mandela, der Rebell und der Versöhner, erst Verfolgter, dann Staatspräsident Südafrikas, hat das einmal mit anderen Worten gesagt. Deine Entscheidungen sollen deine Hoffnungen widerspiegeln, nicht deine Ängste. Ängste halten klein, lassen die Enge spüren und hindern uns am Handeln. Hoffnungen aber führen zum Licht hinter dem dunklen Horizont. Das gilt besonders für die Kirchen. Kirche lebt nie aus sich selbst heraus. Sie lebt nicht aus der Kraft ihrer Mitglieder. Sie lebt nicht aus der Kraft ihrer Amtsträgerinnen und Amtsträger, sondern wir leben und die Kirche lebt, weil Jesus auferstanden ist, weil, wie wir glauben, er dem Tod, der den Lauf der Welt strukturiert, den Schrecken genommen hat. Das gibt uns den Auftrag und die Richtung in die Verantwortung den Menschen gegenüber, aber auch den Tieren und Pflanzen gegenüber, die alle im Bund Gottes eingeschlossen sind und unter Gottes Segen stehen. Deswegen geben wir auch zu, auch wieder das eine Aktion aller drei Kirchen, auf das Jahr der Schöpfung. Wir wollen dieses Jahr der Schöpfung mit dem ersten Advent beginnen und einen Schwerpunkt hier drauf legen. Die evangelischen Kirchen möchten aus dieser Zuversicht leben, das heißt, sie möchten aus dem Evangelium leben. Aus dem Evangelium leben, so heißt auch der Prozess, der uns helfen soll, die Organisationsform unserer Kirchen zukunftsfähig zu gestalten und weiterzuentwickeln. Die Gemeinden werden eingeladen, initiativ zu werden, neue Ideen zu entwickeln, diese auch auszuprobieren und für das Leben der Kirche fruchtbar zu machen. Die Kirche lebt und trägt Verantwortung in der Welt. Sie lebt diese Verantwortung im Leben der Gemeinde, der Diakonie, der Seelsorge und der Bildung. Alles werden wir heute noch sehen. Und auch wenn wir als evangelische Kirchen
klein sind an Mitgliedern und an Finanzkraft sowieso, so übernehmen wir doch Verantwortung und tragen unseren Teil bei zu einem gelingenden Zusammenleben in Wissen um die Pluralität unserer modernen Gesellschaft und im Wissen um die Brüchigkeit und die Fragilität, die gerade in den letzten Jahren so besonders sichtbar wurde. Aber wir leben aus der Zuversicht und einen kleinen Ausschnitt dieses evangelischen Lebens aus der Zuversicht heraus möchten wir heute bei diesem Empfang leuchten lassen. Evangelische Zuversicht lebt vom Erbe der Toleranzgemeinden bis hin zur digitalen Kirche. Lassen Sie sich überraschen von 2 Stunden voller Freude, Hoffnung und Zuversicht, auch wenn die Welt dunkel erscheint. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Kirche ist in die Welt gesandt, denn er verspricht und hält das. Das ist unsere Zuversicht. Einen schönen Nachmittag. Zuversicht ist ein buntes Wesen. Ihre Kraft kann aus der Vergangenheit kommen und aus der Zukunft. Von der langsam und stetig gewachsenen Kraft evangelischer Zuversicht erzählt jetzt gleich Senior Michael Guttner, der Pfarrer der Toleranzgemeinde Feld am See in Kärnten. Direkt nach seinem Votum bezeugt Pfarrerin Anne-Sophie Neumann die spritzige und unangepasste Zuversicht, die in der digitalen Kirche lebt. Sehr verschieden. Und doch beides Gestalten von Zuversichtskirche. Es ist etwa ein halbes Jahrhundert her. Ich war so ein Bub wie Lukas hier auf diesem Bild, 8, 9 Jahre alt. Draußen am Kirchenplatz, da stehen mächtige und große Kastanienbäume. Und diese Kastanienbäume, die haben es uns angetan. Nicht in den modernen Medien unterwegs, draußen bei den Kastanienbäumen. Manche dieser Kastanien verwendeten wir zum Basteln, andere als Wurfgeschosse, aber mit ein paar Kastanien, da hatte ich einmal einen ganz besonderen Plan. Die Lehrerin in der Schule hatte erzählt, wenn man so eine Kastanie eingräbt in die Erde, da kann daraus ein großer Baum werden. Ob das stimmt, was die Lehrerin uns so erzählte, habe ich mir so als 7-8-jähriger Bub gedacht. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Also ein paar Kastanien hergenommen und einfach wahllos im Garten vergraben. Und eine Kastanie, die habe ich, weil es leichter ging zum Vergraben, einfach in das Loch eines Maulwurfhügels gesteckt. Mit einem Stecken nachgestoßen, damit sie möglichst hinein ins Tiefe kommt. Schnell war dieses Experiment wieder vergessen. Der Winter kam, auch der Frühling, und plötzlich gerade an dem Platz, wo der Maulwurfhügel war, da kam ein kleiner, zarter Zweig heraus. Diese Kastanie, die ich ohne Plan einfach in die Erde gesteckt habe, weil es dort leichter ging, im Maulwurfhügel,
die ist gewachsen. Schnell wurde ein Zaun gemacht, um diese kleine, zarte Pflanze zu hegen und zu pflegen. Und das, was Sie hier sehen, ist das Resultat. Dieser Baum in unserem Garten. Inzwischen sitzen wir unter diesem Garten, unter diesem Baum, trinken manchmal gutes Lutherbier. Es ist einfach schön, darunter zu sein. Und für mich ist diese Geschichte von der Kastanie vergraben in einen Maulwurfhügel eine wunderschöne Geschichte der Zuversicht, die mich auch in meiner Arbeit in der Pfarrgemeinde immer bewegt. Hier auf diesem Bild der Kastanienbaum und die Sonne, die dahinter strahlt. Und das führt mich zu dem Projekt, das wir jetzt als letztes in unserer Pfarrgemeinde gemacht haben. Seit vielen, vielen Jahren bewegt mich, dass wir auch diese Kraft der Sonne doch endlich nützen sollen. Langes Hin und Her in den Gremien der Pfarrgemeinde, nicht wirtschaftlich, nicht sinnvoll, rentiert sich nicht, die Zeit ist noch nicht reif. Doch ich ließ mich nicht beirren. Immer wieder neue Anläufe, immer wieder die Erinnerung an diese Geschichte von der Kastanie. Wir werden es doch schaffen, eine Photovoltaikanlage zu installieren, allen Widersprüchen zum Trotz. Und es ist gelungen. Inzwischen sind die Gremien überzeugt. Wir sind mitten in der Umsetzung. Wir installieren auch Speicherenergien. Persönlich fahre ich mit einem Elektroauto. Und wieder ist es dieser Kastanienbaum als Zeichen. Hier auf diesem Bild die Photovoltaikanlage, der Baum, der aus einer kleinen Kastanie erwachsen ist. Und dahinter unsere evangelische Kirche in Feld am See, gebaut als Toleranzbethaus 1787. Wenn morgen die Welt unterginge, so würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Dieser Satz wird Martin Luther zugeschrieben, ob er von ihm ist oder nicht, sei dahingestellt. Aber eine schöne Geschichte der Zuversicht. Aus einer Kastanie, in einen Maulwurfhügel gelegt, kann ein großer, schöner Kastanienbaum werden. Und genauso kann es mit vielen Projekten sein, die wir in unseren Gemeinden angehen. Seien wir zuversichtlich, vertrauen wir auf Gott. Ganz in dem Sinn, wie es im ersten Psalm heißt, wer auf Gott vertraut, der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und Wasser gemacht, das gerät wohl, und seine Früchte vergehen nicht. Und ich lade Sie ein, dann auch zu Hause in Ihren Gärten solche Experimente zu wagen als Geschichten der Zuversicht. 180 Kastanien von diesem Baum sind da. Der Sack geht nun herum. Ich lade Sie ein, die Kastanien daheim einzugraben. Am besten in die Maulwurfshügel, da geht es am leichtesten und Gott lässt es wachsen. Hier kommt ein Beitrag aus der digitalen Kirche. Film ab. We'll be right back.
Mitten am Tag. Mitten am Tag. Mitten am Tag. Halten wir inne. Halten wir inne. Halten wir inne. Ja, digitale Kirche ist all das, aber gleichzeitig noch so viel mehr. Vieles hat hier gar keinen Platz gefunden. Die Kamingespräche zu theologischen Themen, Zoom-Gottesdienste mit der Beteiligung von Mitfeiernden, hybride Formate, Beiträge aus der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Was ich persönlich an der digitalen Kirche so schätze, ist, dass sie Grenzen überwindet. Konfession, Ort, Nationalität, das spielt hier eine untergeordnete Rolle. Ich kann am Gemeindeleben einer Pfarrgemeinde in Rostock teilnehmen. Ich kann aber auch gemeinsam beten mit zwei Katholikinnen aus Bad Vöslau. Ich habe über Zoom interreligiöse Gebete gefeiert mit Menschen aus unterschiedlichen Religionen und Konfessionen, die im ganzen deutschen Sprachraum verteilt waren. Ich habe mich intensiv mit Menschen ausgetauscht, tue das auch immer noch. Menschen, die ich persönlich analog nie getroffen habe und wahrscheinlich auch nicht treffen werde. Und doch hat es mein Leben enorm bereichert. Das ist für mich digitale Kirche, ein buntes Miteinander, vielleicht auch ein Durcheinander, aber ein respektvoller Umgang miteinander und geeint durch einen gemeinsamen Nenner, Gottes Nachricht zu verkündigen, Gottes gute Botschaft. Wie das aussehen kann, das haben wir in den letzten Tagen auf einer Social Media Wall gesammelt. Mit dem Hashtag Zuversicht und dem Hashtag Digitale Kirche kann man das Ergebnis hier sehen, den ganzen Abend auch draußen auf einem Bildschirm und auch jeder Einzelne auf dem eigenen Smartphone. Und Sie alle haben die Möglichkeit, Teil dieser Social Media Wall zu werden, indem Sie einfach ein Posting machen mit dem Hashtag Zuversicht. Danke. Anno 1870. Ein methodistischer Prediger wagt sich in eine Terra Incognita. Er will einen Lichtstrahl in die dichte geistliche Finsternis dieser schönen, aber leichtlebigen Hauptstadt Österreichs bringen. Und es gelingt. Seit dem Jahr 1871 ist die evangelisch-methodistische Kirche in Österreich aktiv. So kann die evangelisch-methodistische Kirche in Österreich heuer ihren 150. Geburtstag feiern. Dieser Geburtstag ist guter Grund zur Zuversicht. Ohne viel Aufhebens, mit Selbstironie und zugleich mit ernstem Einsatz. Den methodistischen Evangelischen lässt sich gut zuhören. Sie haben etwas zu sagen. Zunächst wird jetzt Wilfried Nausner, der Superintendent der evangelisch-methodistischen Kirche in Albanien, zu uns sprechen. Danach werde ich ihn gemeinsam mit Stefan Schröckenfuchs, dem Superintendenten der evangelisch-methodistischen Kirche in Österreich, ins Gespräch über die Zuversicht ziehen. Lieber Herr Nausner, kommen Sie bitte auf die Bühne. Ich hoffe, ich kann etwas beitragen zu der Zuversicht.
Ich will Sie auch jetzt gar nicht belehren über irgendetwas. Im Gegenteil, ich will Sie einladen, zuzuhören, mit mir gemeinsam vielleicht etwas zu entdecken, was es zu entdecken gibt, weil wir gemeinsam unterwegs sind. Wie wird man Superintendent in Albanien? Das ging ganz einfach so, dass mein Bischof bei einer bestimmten Gelegenheit gesagt hat, ich muss mit dir einen Spaziergang machen. Und ich machte einen Vorschlag. Die Arbeit in Albanien hat begonnen, es gibt eine Reihe von Schwierigkeiten. Du kennst dich am Balkan aus, wir dachten, am besten gehst du dorthin, wenn du denn willst. Also sage ich, ja, das muss ich mir sehr gut überlegen. Außerdem muss ich meine Frau fragen, weil wenn du uns bekommst, bekommst du uns nur im Doppelpack. Warum erzähle ich das? Ich habe mir diesen Dienst nicht ausgesucht, sondern wurde dazu angefragt und berufen durch eine Person und durch Menschen, denen ich vertraue und denen ich einmal ein Versprechen gegeben habe, der Kirche zur Verfügung zu stehen. Nahezu alle meiner Kollegen und Kolleginnen in Variationen würden ähnliche Vorgänge erzählen. So sind sie dorthin gekommen, wo sie hingekommen sind. Der besondere methodistische Akzent ist der, dass wir Glauben verstehen als Ruf und Antwort. Das Leben im Glauben ist immer die tätige und zuversichtliche Antwort auf die Ansprache Gottes, oft auf den Boden gebracht durch einen normalen, fehlbaren Menschen. Voraussetzung dafür, dass dieser Ruf in einen Dienst eine Antwort findet, ist immer das, dass ich sage, mein Leben ist nicht meins, es gehört nicht mir, sondern unser gemeinsames Leben ist immer die Gabe eines menschenfreundlichen Gottes. Das Evangelium, von dem wir auch jetzt schon gehört haben, ich versuche das mal zu sagen, was das Evangelium ist, es ist eigentlich nichts anderes als die Botschaft von einem Gott, der vergibt und der sein Leben hingibt. Antwort ist deswegen, das ist auch wieder der methodistische Akzent, die Selbstverpflichtung zu einem Leben nach dem Willen Gottes im Dienst an der Gesellschaft und an der uns anvertrauten Schöpfung. Im methodistischen Kontext ist der bedeutsamste Gottesdienst der Gottesdienst zur Erneuerung des Bundes. Was ist der Bund? Der Bund ist zuerst eine Vereinbarung mit sich selbst. Weil der erste Bund, den Gott schließt, war auch eine Vereinbarung in Gott. Eine Vereinbarung, die Gott mit sich selbst geschlossen hat. Die Antwort ist deswegen eine Vereinbarung mit sich selbst, sein Leben in den Dienst Gottes und der Menschen zu stellen. Und das auch auszusprechen. Und das Ziel ist niemals Individualismus, sondern Gemeinschaft als Aufgabe zu begreifen. Wir sind in unseren Grenzen den Mitmenschen in unserer Gemeinschaft verpflichtet. John Wesley sagt das, er ist der Begründer der methodistischen Tradition, das Christentum ist eine soziale Religion. Das heißt, daraus folgt ganz selbstverständlich der Dienst an der Gesellschaft. Als ich in Albanien die Arbeit begann, in unseren kleinen Gemeinden dort wurde ich immer wieder gefragt, was machst du denn hier? Wir versuchen alle wegzugehen und du kommst hierher. Aber dann gleich mit dem Zusatz, als sie gehört haben, dass es einen kirchlichen Dienst ist, das ist gut, dass ihr da seid, denn das ist gut für die Gesellschaft. Der Dienst an der Gesellschaft war in Albanien immer wichtig und ich möchte nur darauf hinweisen,
Es gab ja einen totalen Zusammenbruch des Systems, nämlich des staatlichen Systems. Es ist völlig versagt. Das Land fiel in die Anarchie und es war völlig unregierbar für lange Zeit. Die Skepsis gegenüber dem Staat ist bis heute gegenwärtig. Aber die Gesellschaft gab es, obwohl es den Staat nicht gab. Die Gesellschaft gab es schon, bevor es einen Staat gab. Die Gesellschaft ist unendlich wichtiger als der Staat. Ich will den Staat jetzt nicht klein machen. Er hat auch seine wichtige Bedeutung. Die Gesellschaft ist dort, wo Vertrauen gestärkt wird, in Familien und dort, wo es wächst, nicht wie in der Politik, wie wir gehört haben, wo es gerne verbraucht wird. Qualität der Beziehungen zu verbessern, Gesellschaft als Freiraum und Verantwortungsraum zu stärken, die Achtung der Menschenwürde einzufordern und aktiv zu leben. Die Gesellschaft in ihren verschiedenen Formen, auch der Kirchen, ist die Quelle aller guten Einrichtungen, die unser Leben besser machen. Deswegen sind gesellschaftliche Ideale Gerechtigkeit, Mitgefühl, mitmenschliche Würde, soziale Gerechtigkeit, gerechte Verteilung und Beziehungen, Einbezug der Machtlosen und das Wohl der Gemeinschaft im Ganzen, das Wir vor dem Ich. Bildung und Erziehung für alle, Herzens- und Gewissensbildung, um Verantwortung wahrnehmen zu können. Ein Freiheitsverständnis, das als Dienst und als am Dienst der Gemeinschaft gesehen wird. Jetzt könnte ich lange darüber reden, wie sich Gesellschaft vom Staat unterscheidet, aber eine Notation sei gesagt, der Staat kommt ja aus einem negativen Bedürfnis heraus, nämlich daraus, dass gesellschaftliche Aufgaben nicht oder in einer falschen Art und Weise wahrgenommen werden. Er ist also nicht dazu da, mit der Gesellschaft als deckungsgleich gesehen zu werden, wie das manche gerne tun. Aber die Gesellschaft, und da trifft sich jetzt unser methodistisches Verständnis, ist das Resultat eines sozialen Bündnisses, eines freiwilligen zusammengehören Wollens. Der Staat ist etwas anderes. Der Staat ist nach heutigem Verständnis, es gibt auch andere, das Ergebnis eines sozialen Vertrags. Versuche, Staat und Gesellschaft deckungsgleich zu sehen, sind immer problematisch. In der Kirche in Albanien habe ich das von Anfang an erlebt und durfte das erleben. Wir haben immer Verantwortung für die Mitmenschen, mit denen wir sind, die um uns sind. Wie wir sie wahrnehmen, ist die uns begleitende Frage und wir müssen miteinander reden, wie wir das tun und in welcher Art und Weise. Im ganz Kleinen, dort wo Vertrauen geschaffen wird, dort wo sie entsteht zwischen Menschen und im Großen, wo wir Platz zu machen versuchen für andere Menschen. Ein wesentliches methodistisches Symbol ist der Tisch. Der Tisch ist das Symbol des Abendmahlstisches. Erinnert uns daran, dieser Tisch, was wichtig ist im Leben. Ein Dach über dem Kopf, genug für alle zu essen, zu trinken, ein Platz am Tisch und der Wille, anderen einen solchen Platz zu geben und der Wille, Gemeinschaft zu leben, Vergebung und Neubeginn zu schenken, sodass dieser Tisch ganz bleibe. Zuversicht und Glaube kommen daher aus unserem Erlebnis durch den tätigen Dienst und die tätige Liebe an anderen, ganz gleich, wo sie herkommen. Immer dort, wo Gutes geschieht, wächst Gutes in mir und vor allem aber in uns. Nicht das Ich, sondern das Wir. Und sehr viel mehr das Wachsen des anderen als das eigene stehen im Vordergrund. Mein letztes Wort, es gibt diesen bekannten christlichen Schlager im Englischen, der so heißt,
dieses Lied You Raise Me Up. Und eine Strophe in diesem Lied You Raise Me Up heißt, oder eine Zeile heißt, You Raise Me Up to More Than I Can Be. Das ist unsere Aufgabe aneinander und an den Menschen, mit denen wir unterwegs sind, mehr zu werden, als wir heute sind, in Gemeinschaft. Dankeschön fürs Zuhören. Auch auf die Bühne bitten, den Superintendenten der Evangelisch-Methodistischen Kirche in Österreich und hier in unsere Mitte zu treten. Herzlichen Dank. Ich möchte Ihnen und euch eigentlich jetzt nur eine Frage stellen, denke ich, und die legt sich nahe. Sie haben vom Einsatz für eine bessere Gesellschaft gesprochen, die ganz, ganz starker Beweggrund ist in der evangelisch-methodistischen Tradition. Wie zeigt sich denn dieser Einsatz für ein besseres Leben für alle Menschen in der Gesellschaft in Ihren Kontexten, in Albanien und in Österreich? Wer antwortet zuerst? Bitte. Also zuerst über Albanien. Albanien ist ja jetzt zweimal geschlagen worden. Das erste war, dass wir in Durres und Albanien dieses große Erdbeben haben mit vielen Toten, sehr vielen zerstörten Häusern, vielen zerstörten Dörfern und dann gleich anschließend aus den Medien verdrängt durch die Pandemie, die ebenfalls zugeschlagen hat. Und was wir gemerkt haben, ist, dass Hilfen gegeben werden, dass es auch gute Organisationen gibt, die beim Wiederaufbau der Häuser wirken. Aber plötzlich kamen die Nachrichten, was geschieht denn mit manchen der kleinen Dörfer? Die kriegen dort neue Häuser, die leben jetzt ein Jahr bald ohne, in Zelten, mit behinderten Kindern, wir haben das dann selber erlebt, und dort sickert das Geld gar nicht durch, das da gespendet wird, weil niemand das wahrnimmt. Und durch das Wahrnehmen der Mitglieder, die dorthin gefahren sind, ist es gelungen, in den Situationen zu helfen, Häuser einzurichten, Rollstühle zu besorgen, behinderte Menschen wieder halbwegs aus den Zelten herauszubringen in ein normales Leben. Man muss es nur sehen. Und in Österreich? In Österreich sind wir, wie wir hier wissen, natürlich in einer ganz anderen Situation. Wir leben in einer weitgehend stabilen Lage, auch wenn die vergangenen Tage vielleicht ein bisschen abwechselnd waren. Ich sehe es als eine, ich könnte jetzt auf verschiedene Projekte, die es in den Gemeinden oder diakonische Einrichtungen hinweisen. Was mir am wichtigsten eigentlich ist, was in den Gemeinden geschieht, ist, dass da das, was Wilfried am Schluss gesagt hat, geschieht, dass Menschen wachsen können. Dieses You raise me up to more than I can be, also dieses Verständnis, der Mensch ist einer, der sich immer weiterentwickelt, der wächst und in dem etwas Gutes angelegt ist. Und das, was in uns einerseits angelegt ist, ist die Fähigkeit zur Liebe und für andere da zu sein, andere Menschen ja, zu begleiten, zu stützen. Und was in uns auch wohnt, sind Ängste, sind Egoismen, sind Verletzungen, sind alle möglichen Dinge, die uns davon abhalten. Unsere Gemeinden sehe ich als Orte, wo Menschen die Erfahrung machen, dass sie einerseits den Zuspruch hören, dass da ein großes Ja über mich ausgesprochen ist. Weil ich glaube, das braucht es. Ich muss erst einmal ein großes Ja über mein Leben hören, damit ich dann selbst den Blick von mir lösen kann, auf andere zu richten. Das lernen hoffentlich die Kinder in unseren Gemeinden, das lernen hoffentlich Menschen, die in Österreich sich neu ansiedeln und eine neue Heimat finden. Das lernt hoffentlich ein jeder, auch wenn er dann irgendwann mal alt wird und ihm die Knochen wehtun. So viel. Herzlichen Dank. Und beim Jahr der Schöpfung seid ihr auch dabei. Wir geben uns Mühe. Herzlichen Dank und einen Applaus für die Methodistischen. Thank you.
aus der Popakademie der Johann Sebastian Bach Musikschule in Wien. Und Gott sah, dass es gut war. In der ersten Schöpfungserzählung spielt das Schauen eine große Rolle. Es wird erzählt, dass Gott die Geschöpfe anschaut und sich an ihnen erfreut. Die Freude an der Natur ist ein guter Grund für die Zuversicht. Werner Schwarz, der evangelische Umweltbeauftragte der Superintendenz Salzburg-Tirol, schaut sehr gerne und auch sehr viel, glaube ich. Seine Freude an der Schöpfung zeigt sich in den Fotos, die er macht. Heute zeigt er uns einige seiner Bilder und nimmt uns mit auf eine Reise durch Raum und Zeit. Lieber Werner Schwarz, komm auf die Bühne. Liebe Freunde der Schöpfung, liebe Freunde der Zuversicht, dass diese Schöpfung noch uns und vielen anderen Freude machen kann. Es ist mir wirklich eine Freude, hier ein bisschen zu erzählen, was geschehen ist. Uns ist selten bewusst, dass 14 Milliarden Jahre vor unserer Zeitrechnung wahrscheinlich diese Welt zu existieren begonnen hat, dass damals die Stoffe und die Energie in großen Kampf waren, die Stoffe unseres Periodensystems entstanden sind, mit Wasserstoff, Helium und so weiter, und dass diese Stoffe sich dann zusammengefügt haben in Kristalle. Das Wunderbare, dass diese Kristalle in einer Art Nächstenliebe einander Platz gemacht haben und Gesteine entstehen ließen. Diese Gesteine haben unsere Berge geformt, unsere Täler sind entstanden. Wir dürfen in einer Welt leben, die uns nur staunen macht. Staunen, dass in so langer Zeit so vieles entstanden ist. Und möchte besonders meinen Freund das Wasser hier in die Zange nehmen und mich freuen, dass hier in diesem Medium die ersten Aminosäuren entstanden sind, dass sie aus der Uratmosphäre herausgewaschen wurden in das Wasser, dass diese Aminosäuren auf die Idee kamen, sich zu vereinen, dass irgendwie eine Art Informationssystem entstanden ist und daraus Leben. Leben aus dem Wasser. Und dieses Leben in den ersten Pflanzen hat noch einen zweiten Trick gefunden, nämlich die Photosynthese. Dass Stoffe, die wir so häufig finden, die uns jetzt im Weg sind, wie CO2, aber auch das Wasser selber, durch die Energie des Lichtes gespalten werden, aus Wasser wird Wasserstoff und Sauerstoff. In der grünen Pflanze ganz einfach durch das Chlorophyll. Dieser Wasserstoff verbindet sich mit dem CO2, bildet Zucker, Stärke, Zellulose, Baustoffe, Energieträger. Und dieses entstandene Gas, Sauerstoff, ist in die Atmosphäre geraten, wurde dort von der gefährlichen UV-Strahlung zu Ozon verwandelt. Und diese Ozonschicht, die schützt uns jetzt vor der tödlichen Strahlung der Sonne. Ein wunderbarer Zusammenhang, ein Weiterleiten. Und aus dieser Fülle an Entwicklungsschritten sind dann unsere Pflanzen geworden. Unsere Pflanzen, die ans Land gehen konnten, weil sie nicht mehr von der UV-Strahlung getroffen wurden. Augentrost, so liebe ich diese Pflanze in ihrem Namen. Aber auch die Tiere haben es geschafft, aus dem Wasser hervorzugehen. Einige Zeit des Lebens im Wasser, kommen dann heraus, entwickeln sich und gehen den nächsten Schritt, genauso wie wir es von Fröschen kennen. Sie legen den Laich, es wird dann eine Zwischenstufe, etwas Fischähnliches, und dann kommen die Frösche ans Land und quaken uns zur Freude das Lied. Andere wiederum, Säugetiere, erinnern sich, dass sie einen Teil ihres Lebens in der Mutter zugebracht haben, auch im Wasser, in der Fruchtblase. Auch ich bin inzwischen, habe ich nachgerechnet, 80 Jahre, wenn ich die Fruchtblase dazu rechne, und freue mich riesig über diesen Entwicklungsschritt. Aber ich muss ein bisschen bedenken, dass wir Menschen jetzt sozusagen die Regierung über diese Erde übernommen haben, das Bibelwort falsch auslegen, untertan machen. Wir sollen sie nützen, miteinander, füreinander, wie wir gerade gehört haben. Wir sollen wachsen miteinander in dieser Schöpfung, in dieser Natur. Und wenn wir dann sehen, was wir so anstellen, wie wir unsere Luft über die Maßen belasten,
Einerseits mit den Gasen, die uns fast das Ozonloch gebracht haben, andererseits mit dem CO2, das wir jetzt hinausschmeißen. Viele Dinge, gerade dieses Unternehmen kennen viele noch, das Waldsterben in den 70er und 80er Jahren, als schwefelreiche Brennstoffe verheizt wurden, die Atmosphäre angereichert an Schwefel. Es hat praktisch Schwefelsäure geregnet, die sowohl unsere Kirchen angeknabbert hat, als auch unsere Wälder getötet hat. Und hier ist der Hoffnungsmoment, die Zuversicht. Es ist den Menschen gelungen, diesen Schwefel aus den Brennstoffen herauszuholen. Die Atmosphäre hat sich wieder erfangen können und unsere Wälder wachsen unglaublich gut und schnell, vor allem weil sie ein bisschen zu viel CO2 kriegen und eine ähnliche Katastrophe möglicherweise kommt. Wir haben auch gelernt, das Land unfruchtbar zu machen. Wir haben betoniert und asphaltiert und uns die Möglichkeit genommen, unser Leben in Frieden mit der Natur weiterzuführen. Ich möchte aber jetzt weiterführen zu meinem Enkelsohn, der mir zeigt, wie man leben kann und soll. Es muss nicht auf einem Feld, auf einem Acker sein. Es geht auch in einem großen Blumentopf. Erdäpfel einlegen, sich einfach zur Ruhe begeben und zuschauen und warten, bis es ergrünt, wie wir gehört haben. Ich möchte auch empfehlen, die Kastanien wirklich zu setzen. In dem Fall dauert es nur einige Monate, bis das Ergebnis kommt und wir können es genießen. Das alles, das nahe Leben, die Freuden dieser Natur direkt ausschöpfen, dazu möchte ich Sie aufrufen. Und dazu haben wir eine Hilfe. Wir können andere fragen und bitten Sie mitzumachen bei allen Aktionen, die uns bewusst das Leben verlängern können, die Freude am Leben verlängern können. Und wenn Sie in den Gemeinden sind und sich fragen, was können wir tun und eigene Menschen installieren, dass hier Umweltinteressierte in den Gemeinden kommen, dann haben wir noch eine Hilfestellung. Das sind die Umweltbeauftragten unserer evangelischen Kirche und auch die katholischen Freunde, die bereitstehen, jedem zu helfen und Gedanken zu hegen, wie wir unsere Schöpfung, unsere wunderbare Welt weiterhin in Freuden, in vollen Zügen genießen können. Man muss ihm zu Füßen liegen. Und so konnte ich meine Grenze überschreiten. Alle Hindernisse, die in der Luft waren, lösten sich auf. Auch die Grenze hat sich in Luft ausgelöst. Ich landete über der Grenze, die nicht mehr da ist, und wurde wieder zu einem Menschen. So habe ich vorher Veronika Grün zitiert. Veronika Grün ist eine Literatin im Theater Malaria des Diakoniewerks Gallner Kirchen. Die Sätze von Veronika Grün stammen aus dem neuen Buch der Gallner Kirchener LiteratInnengruppe. Das Buch hat einen poetischen Titel. Der Titel lautet: Die Vergangenheit ist ein Baum. Ich habe meinen Namen eingeritzt. 18 LiteratInnen aus dem Diakoniewerk Gallner Kirchen haben Texte zu dem Buch beigetragen. Auch Ruth Oberhuber. Jetzt liest Ruth Oberhuber Passagen aus dem Buch. Zwischen den Lesungsteilen erklingen Musikstücke auf der Feeharfe, gespielt von Ruth Oberhuber und Brigitte Oberhuber. Ich darf Ruth Oberhuber und Brigitte Oberhuber auf die Bühne bitten. Und der erste Text ist von meinem Kollegen, vom Herwig Haag, Liebestraum. Ich begegne dir. Ich liege im Bett. Ich habe geweint. Es war Liebe auf den ersten Blick. Ich habe Flügel gehabt. Ich bin zu dir nach Enns geflogen. Mit dem Wind.
durch das Fenster. Dann habe ich geklopft. Wach auf! Der zweite Text von der Veronika Krön: Breite dich wie ein Feierkleid. Ich, Prinzessin Veronika, saß mit dem sinnenden Kleid im Schlosshof und ließ meine Seele sehr weit, weit in die Ferne schweifen. Als ich so da saß, fing ich zu überlegen an, ob meine Seele mein Leben als gutes und schönes Feierkleid zu finden wäre. Das Feierkleid, das ich am Feierball tragen werde. Die Seele fliegt bis zum Horizont, wo mein Leben gelingen wird. Und mein Feierkleid in Gold und Silber am Regenbogen hängt. Da wird meine Seele sehr, sehr weit. Da wachte ich, Prinzessin Veronika, auf. Und ich hatte ein Feierkleid, das in Gold und Silber strahlte. Mein Leben ist gelungen und ich lasse mein Leben in mir gelingen, sodass es lacht und meine Seele war wieder mit meinem Leben eins geworden. In meinem Feierkleid tanze ich durch mein Leben und meine unsterbliche Seele. Es kommt ein Text von einem Kollegen, der leider nicht mehr unter uns ist, aber ich lese trotzdem von ihm einen Text vor. Und das ist der Herbert Kastner. Und er schreibt Liebesbrief. Wir kennen uns schon lange. Es gibt ein Band der Liebe. Ich sage ihr,
ich liebe dich. Ich denke an dich, auch im Urlaub in Ägypten. Ich schaue jede Nacht dein Foto an. Wie sagte Mozart in seiner Oper Die Zauberflöte, dein Bildnis ist bezaubernd schön. Das Herz, die Liebe, ist wie ein Gedicht, wie der Sturm der Liebe aus der Fernsehsendung. Wie reich mir die Hand mein Leben, aus der Mozart-Oper Don Giovanni. Ich träume von dir, wir sind in Verbindung. Ich kann mich gut erinnern, wie ich bei euch auf Urlaub war. Ich denke oft an dich beim Kirchenzeitung austragen und auch beim Jahrbuch verkaufen. Wir kennen uns schon sehr lange. Du hast mich zum Frühstück nach der Kirche eingeladen. Du bist mein Schatz. Ich stehe auf dich. Du bist die wahre Liebe bis zum Ende. Der letzte Text kommt von mir selbst, Ruth Oberhuber. Die Stürme wehen, doch bist du still. Die Stürme wehen, doch bist du still, spricht der König zu mir. Mein Leben besteht nur aus Nebel, ich kann nichts sehen. Dann schau zu mir, zu deinem König. Ich habe Angst, mein Herz, es klopft so stark. Dann sitz dich auf meinem Schoß, ich bin da, spricht der König. Plötzlich leuchtet meine Seele goldend auf. Vor lauter Lauschen und Staunen bekam ich Ewigkeit ins Herz gesät.
von der Liebe zur Wissenschaft. Kann aus der Wissenschaft Zuversicht kommen? Ich wage mal die Antwort, ja, wenn es um eine Preisverleihung geht. Hier werden nämlich Neugier und Erkenntnisdrang ausgezeichnet. Auch sie sind Gründe für die Zuversicht. Heuer teilen sich zwei vorwissenschaftliche Arbeiten den Preis für eine vorwissenschaftliche Arbeit ex aequo. Herr Oberkirchenrat Professor Magister Karl Schiefermeier wirkt als Laudator und stellt die ausgezeichneten Arbeiten sowie ihre Verfasserin und ihren Verfasser vor. Direkt im Anschluss an die Preisverleihung erwartet sie eine Weltpremiere. Oberkirchenrat Schiefermeier und der Künstler Olaf Osten stellen Ihnen drei Bilder vor, die bisher noch niemand gesehen hat. Doch zunächst die Preisverleihung. Sehr geehrte Damen und Herren, es ist mir heuer eine Ehre, diese Preise des Wettbewerbs für die besten vorwissenschaftlichen Arbeiten zu vergeben. Diese Arbeiten sind ja eine der drei Säulen der Reifeprüfung an den allgemeinbildenden höheren Schulen. Sie können Themen der evangelischen Religion zugeordnet werden und müssen bereits mit sehr gut beurteilt worden sein. In dieser für alle Beteiligten schwierigen Corona-Zeit die Reifeprüfung abzulegen und auch abzunehmen, war eben kein leichtes und vor allem ein neues Unterfangen. Und so waren wir gespannt auf die Zahl derer, die ihre Arbeit für diesen Wettbewerb auch einreichen. 13 junge Menschen haben das getan. Der thematische Bogen ist immer überraschend. Er spannte sich über die Arbeit der evangelischen Jugend unter Militärseelsorge zu historischen Themen über Jesus, Martin Luther und dem NS-Staat, zu innerreligiösen Fragestellungen und natürlich auch Auseinandersetzungen mit ethischen Problemen. Heuer war die Jury besonders beeindruckt über die hohe Qualität der eingereichten Arbeiten und hat sich in der Entscheidung eben schwer getan. Und so ist die Entscheidung interessant ausgefallen. Es gibt zwei dritte und zwei erste Plätze. Anders war das gar nicht möglich. Die diesjährigen Preisträgerinnen sind: ein dritter Platz ging an Frau Cornelia Streicher aus Sistranz in Tirol, am BAG Silgasse in Innsbruck zum Thema die religiöse Feierkultur des Islam, Judentum und Christentum. Herr Fachinspektor Peter Prögelhöf wird den Preis vor Ort in Kürze übergeben. Der zweite, dritte Platz ging an Frau Diascha Schorsch, eine ehemalige Schülerin am Borg Bad Radkersburg in der Steiermark aus Slowenien, mit ihrer Arbeit zum Thema der Reformator Primož Trubar, Vater der slowenischen Literatur und Kultur. Frau Fachinspektorin Sabine Schönwetter-Zebrat hat diesen Preis bereits in einer feierlichen Stunde am Borg überreicht. Einer der ersten Plätze wurde Frau Sophie Weinhandl aus am BG Rhein, das ist nördlich von Graz, zuerkannt. Sie hat sich in ihrer vorwissenschaftlichen Arbeit mit den Trauerphasen bei Jugendlichen nach dem Todesfall einer nahestehenden Bezugsperson beschäftigt. Sie wurde von Frau Magistra Franziska Schöngruber fachlich betreut, die wir heute auch unter uns begrüßen. Ich stelle kurz die Arbeit vor. Sie erläutert den Begriff Trauer, zeichnet die auch von vielen hier anwesenden bekannten Trauerphasen nach Verena Kast und Jorik Spiegel nach, nennt dann die altersspezifischen Faktoren, die jugendliche Trauerphasen kennzeichnen.
Charakteristische jugendliche Reaktionen werden genannt und im Interviewteil mit der Organisation Rainbows kommen besondere Herausforderungen und Hilfestellungen zu Wort. Wir dürfen nun die Preisträgerin aber selber zu Wort kommen lassen und bitten Sie daher herzlich auf die Bühne. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, also herzliche Gratulation und auch gerade zum Mut, so ein Thema für eine vorwissenschaftliche Arbeit zu wählen. Und ich behaupte, aus aktuellem Anlass, es ist der Religionsunterricht in der Schule, der es schafft, so ein sensibles Thema fachgerecht und persönlichkeitsbezogen zu unterrichten. Nicht vergessen. Auf jeden Fall. Sie haben das Thema, wie Sie schreiben, auch aus persönlicher Betroffenheit gewählt. Diese besonderen Herausforderungen in einem Trauerfall sind Ihnen daher nicht unbekannt. Haben Sie sich in diesen Trauerphasen wiederfinden können? Ja, genau, das war ganz spannend. Ist natürlich immer interessant, wieso man so ein Thema wählt. Ich habe im Jahr 2018 selbst eben einen Todesfall in meiner Familie gehabt. Und wir haben dann ein Jahr später im Religionsunterricht das Ganze behandelt. Und dann ja, ist mir da schon aufgefallen, gewisse Dinge treffen da schon auf mich auch zu, aber Trauer scheint etwas Individuelleres zu sein und auch bei Jugendlichen vielleicht anders zu sein. Und deswegen ist dann eben diese Idee zur Arbeit auch gekommen. Und ja, man hat sich schon selbst wiedergefunden, das stimmt schon, ja. Sie haben in Ihrem Interviewteil eben die Begleitung durch die Organisation Rainbows auch erforscht und befragt. Die hat ja an sich eine allgemeine Anerkennung gefunden. Finden da die entsprechenden Menschen zueinander, also die, die die Begleitung anbieten und die, die sie brauchen? Ja, also was ich jetzt für mich persönlich sagen kann und was natürlich auffällt, ist, dass bei uns speziell in der westlichen Welt Trauer noch ein Thema ist, über das nicht gerne gesprochen wird. Ja. Daher haben solche Organisationen vielleicht noch nicht die Beachtung gefunden, die sie eigentlich verdienen, weil Rainbows leistet eine total super Arbeit. Die arbeiten mit Jugendlichen, die Trauerfälle eben auch erlitten haben oder die Scheidungskinder sind, machen eine extrem wichtige Arbeit. Und ja, mich persönlich würde es freuen, wenn solche Organisationen mehr Aufmerksamkeit bekommen würden. Ja, wir werden das unsere dazu tun. Zu Ihrer Arbeit noch, Sie haben mit wirklich hoher Sensibilität und einer sehr gelobten fachlichen Methodik ans Thema gegangen. Für die Jury war das dann eindeutig also ein erster Preis. Wir merken aber in vielen Fällen, dass diese Verbindung, die ich eben angesprochen habe, nicht wirklich zustande kommt. Was kann man denn Ihrer Meinung nach tun, damit junge Menschen diese Haltung gewinnen und auch dann gerade in den anschließenden Ausbildungen an Unis, an Fachhochschulen, dass eben diese Verbindung funktioniert zwischen der Sensibilität, Empathie zu einem Thema, aber auch die fachliche Methodik? Ja, das ist jetzt natürlich schwierig zu sagen. Ja. Ich persönlich habe einfach extrem viel gelesen, habe versucht, mir extrem viele Meinungen einzuholen und somit auch von meiner eigenen ein bisschen wegzukommen und quasi meinen Horizont zu erweitern. Das kann ich nur jedem empfehlen, dass man da quasi versucht, sich auch auf andere einzulassen. Wie trauern andere? Wie kann das ausschauen? Und ja, natürlich ist es aber wichtig, denke ich, dass man seinen eigenen persönlichen Aspekt in dem ganzen Prozess nicht vergisst. Also ich habe zum Beispiel auch für mich persönlich ganz geheim daheim quasi zwischendurch mitgeschrieben, wie geht es mir dabei, aber das hat in der Arbeit natürlich keine besondere Beachtung mehr gefunden. Ja, aber ich denke, dass Sie das gezeigt haben, dass Sie eben beides vermögen und das hat die Jury so überzeugt. Vielen Dank. Daher noch einmal vielen Dank für Ihre Auszeichnung. Wir dürfen Ihnen noch einmal gratulieren und Ihnen den Preis überreichen. Danke Hat sehr. Übrigens das etwas zu tun mit Ihrer Wahl dann der nächsten Ausbildungsstufe? Ja, gewissermaßen. Also ich bin sehr neugierig und ich interessiere mich für extrem viele Dinge. Jetzt eben habe ich aus meinem Religionsunterricht meine VWA geschrieben. Ich studiere jetzt Journalismus.
Also bin weiterhin neugierig, bin weiterhin weltoffen und versuche jeden Tag meinen Horizont ein bisschen zu erweitern. Da wünschen wir alles Gute dazu. Danke sehr. Der andere erste Preis wurde Herrn Sören Weigold aus dem BGBAG Lichtenfels in Graz zuerkannt, also die Steirerinnen und Steirer heute wirklich. Seine klassische kirchengeschichtliche Arbeit zu Martin Luther und die Bauernkriege stellt aber bisher eingereichte geschichtliche Arbeiten in den Schatten. Und ich behaupte auch Seminararbeiten an den Unis. Also alles andere als ein erster Preis kam auch für ihn nicht in Frage. Er hat sich nicht nur mit der Biografie Luthers und den Daten der Bauernkriege beschäftigt, sondern auch mit forschungsgeschichtlichen Aspekten der unterschiedlichen Deutungen dieser Bauernkriege. Ebenso werden die Rollen der reformatorischen Mitstreiter Andreas Karlstadt und Thomas Müntzer durchleuchtet, die verheerenden Folgen für den Bauernstand und für die Reformation werden auch nicht verschwiegen. Betreut wurde die Arbeit von der unter uns anwesenden Geschichtsprofessorin und langjährigen Klassenvorständin Frau Magistra Barbara Suppan. Ich darf Sie nun, Herr Sören Weigold, nach vorne bitten. Vielen Dank. Es freut mich sehr, hier zu sein dürfen. Ja. Zunächst von meiner Seite herzliche Gratulation. Als Absolvent der Evangelisch-Theologischen Fakultät in Wien schämt man sich, oder ich schäme mich, meiner ersten eingereichten Proseminararbeiten heute. Das wird Ihnen mit Ihrer VWA nicht passieren. Ganz fachlich aber gefragt und ja von der Literatur her heute noch nicht ganz eindeutig beantwortet, hat jetzt Martin Luther Ihrer Meinung nach die Bauernkriege verursacht? Wie Sie schon gesagt haben, es ist nicht einfach eine Ja- oder Nein-Antwort. Es war auf jeden Fall nicht seine Absicht, sie zu verursachen. Und es waren auch nicht die ersten Aufstände, die es gab. Also die haben schon natürlich vor der Reformation begonnen, diese Bauernaufstände. Jedoch war es der Fakt, dass jemand mit Predigten über die evangelische Freiheit so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, dass die Bauern einen davor noch nie dagewesenen Zusammenhalt gefunden haben und es deswegen nochmal in einer auch noch nie davor dagewesenen Größe es wieder versucht haben, etwas zu verändern, was sie auch teilweise geschafft haben. Ja, habe ich zu viel versprochen? Nein. Die evangelische Freiheit, man könnte sagen, die 12 Artikel der Bauern stellen die Freiheit eines Christenmenschen, die Luther formuliert hat, auf die Füße. Freie Pfarrerwahl, ein Ende der Leibeigenschaft, ein Ende des Zehnten. Luther hat ja nur dem Ersten zugestimmt. Aber was bedeutet dann evangelische Freiheit, die wir ja heute auch gerne in den Mund nehmen, aus Ihrer Sicht? Luther hat ja die evangelische Freiheit nur auf das göttliche Reich bezogen und eben zwischen dem göttlichen und dem weltlichen Reich differenziert, weswegen dann er dann auch die Bauernaufstände nicht unterstützt hat. Aber ich finde, dass vor allem heutzutage im 21. Jahrhundert viel mehr dahinter steckt als nur eine Freiheit im Glauben. Es sollte auch die Freiheit von jeder Person so zu leben, wie sie will, beinhalten. Also bezogen zum Beispiel auf Sexualität oder Geschlechternormen. Ich finde, heutzutage vor allem sollte das auch in der evangelischen Freiheit mit eingeschlossen sein. Dankeschön. Ja.
Wir signalisieren nicht erst seit 2017 mit dem Schlagwort Freiheit und Verantwortung, dass wir eben in diese Spannung immer hineingenommen sind. Wie beurteilen, man könnte ja, ja die Frage stellen, wie beurteilen Sie die heutigen politischen Geschehnisse in dieser Hinsicht? Freiheit des politischen Handelns mit, ja, mit aller Macht und mit allen Möglichkeiten und eine Verantwortung, die man hat als politischer Mensch und vielleicht auch besonders in einem politischen Amt. Also evangelische Freiheit und Freiheit im Allgemeinen, würde ich sagen, hört dort auf, wo sie die Freiheit eines anderen einschränkt. Und das Gleiche trifft auf die Politik zu. Wenn, natürlich hat man in der Politik Freiheit, aber wenn man beginnt mit seiner eigenen Freiheit, die Freiheit von anderen wegzunehmen, wie es damals eben bei den Bauern war, weswegen sie auch eine Veränderung wollten, bedarf es eine Grenze zu setzen, wo die Freiheit eines eigenen dann aufhört. Ja, vielen Dank. Sei denn, politisch Verantwortlichen heute auch in Ihr Stammbuch geschrieben. Auch für Sie die Frage vor der Zeremonie der Gratulation, Ihre Beschäftigung zum Thema, hat es dann eine Auswirkung auch auf Ihre Studienwahl gehabt? Also ich studiere Lehramt und Geschichte und evangelische Theologie auf Lehramt. Ich kann nicht sagen, ob zuerst die Studienwahl oder das Thema der VWA da war, aber ich weiß auf jeden Fall, dass mich die Beschäftigung und die Auseinandersetzung mit diesem Thema sehr in meiner Entscheidung bekräftigt hat. Dankeschön. Danke. Wie wir gemerkt haben, zeigen sich Themen aus dem evangelischen Religionsunterricht einer gründlichen und erfreulichen Behandlung. Die weniger erfreuliche Botschaft aus diesem Bereich ist, dass wir zu wenige Lehrerinnen und Lehrer haben für den Religionsunterricht. Und auch in der Ausbildung befinden sich zu wenige Studierende, um die freien Stunden in den nächsten Jahren wirklich besetzen zu können. So haben sich die Fachinspektorinnen und Fachinspektoren, die Verantwortlichen für den Religionsunterricht, Gedanken gemacht, wie wir die Ausbildung an der Evangelisch-Theologischen Fakultät und an der Kirchlich-Pädagogischen Hochschule Wien-Krems gezielter bewerben könnten. Der großartige Einfall, wir fragen Olaf Osten um die grafische Unterstützung von Werbesujets. Olaf Osten hat die bekannten Themen zum Reformationsjubiläum Freiheit und Verantwortung gestaltet. Vielleicht sind sie Ihnen noch in Erinnerung. Und auf Anfrage des Oberkirchenrats hat Herr Osten gerne seine Mitarbeit zugesagt. Was ist dabei herausgekommen? Wir sehen drei Motive in einem jeweils hellgelben Kreis. Einen Paragleiter, eine Reisebegleiterin, einen Tiefseetaucher oder eine Tiefseetaucherin, alle ziert mit Rufzeichen Rallye und alle haben an besonderer Stelle eine helle Fläche. Wir fanden diese Umsetzung einfach genial. Und ich freue mich, dass ich nun mit dem Künstler in ein Gespräch darüber komme. Ich darf Herrn Osten auf die Bühne bitten. Hallo. Dankeschön für Ihr Kommen.
Sehr gern. Guten Abend. Und ich frage Sie, als Künstler Themen für eine Berufsentscheidungswahl grafisch umzusetzen, gehört, wie ich vermute, nicht zu den interessantesten und lustigsten Aufgabenstellungen für einen Künstler. Sie haben aber gerne zugesagt. Lag es etwa an den inhaltlichen Vorgaben, die der Paragleiter, der da zwischen Erde und Himmel schwebt, die Reisebegleiterin, die junge Menschen ein Stück ihres Lebensweges begleiten darf, der Tiefseetaucher, der den wichtigsten Fragen auf den Grund geht. Sind Sie davon inspiriert oder eher irritiert geworden? Es ist mir nicht schwer gefallen, Ja zu sagen. Ich habe mich auch geehrt gefühlt, wieder gefragt zu werden, davon ganz abgesehen. Aber da gab es ja eine Vorarbeit. Sie haben mir quasi eine Steilvorlage geliefert mit diesen drei, ja vielleicht Lebenslagen, könnte man sagen, oder Protagonisten. Es hat mir sehr gefallen und in meinem Beruf, da hin und wieder kommt man sich ja dann auch, fragt man sich ja, wofür tun wir das eigentlich mit unseren Ausstellungen oder also das, da ist es manchmal eigentlich ganz schön, ein konkretes Projekt zu haben, in Anführungszeichen, wo man das Gefühl haben kann, etwas Konkretes beizutragen. Das habe ich hier. Ja, also das haben bis jetzt alle die das noch geheim schon gesehen haben und sich in einen Prozess des Betrachtens und des Inspirierens darüber eingelassen haben, können das bestätigen. Und besonders lange haben wir ja auch gebraucht dazu, zu dieser Überschrift zu kommen. Rallye-Rufzeichen. Keine weitere Erklärung. Dafür findet man dann entweder auf gedruckten Blättern einen QR-Code, der dann zu einer Website führt, www.evank.at/rallye. Und dort weiß man, es geht um die Ausbildung zur Religionslehrerin, zum Religionslehrer. Rallye, Rufzeichen. Ja, ich kann mich selber natürlich gut erinnern an den Religionsunterricht. Seine Qualität hing wie immer vom Lehrer ab. Also da gab es die, bei denen war es Fahrt. Und es gab die Lehrer, die haben geschafft, uns sozusagen aus der Reserve zu locken und aus diesem Unterricht ein Angebot zu machen, um ganz wichtige Themen zu verhandeln, das Miteinander. Also es ist ja auch schon jungen Menschen nicht egal, wie sie miteinander umgehen. Die reden sehr viel miteinander, egal ob 8 Jahre alt oder 16 Jahre alt. Und es war für mich schön, da etwas sozusagen nachzudenken. Wie kriegen wir diese Leute? Also wie es ist schade, dass da der Nachwuchs fehlt. Ja, man denkt eigentlich, warum ist das so? Und die Antwort ist wahrscheinlich komplex. Aber der Begriff Rallye, das ist für mich etwas, es ist Umgangssprache, aber eigentlich bezeichnet es auf eine lockere, auf eine saloppe Art ein ganz wichtiges Fach, wo dann wiederum Freiheit und Verantwortung ja nicht nur verhandelt werden, sondern auch transportiert. Also ich finde es eine irre Verantwortung, die Lehrer sowieso haben. Und man wünscht sich, dass sie dem gerecht werden. Und wie gesagt, ich erinnere mich sehr gut an die Lehrer, die das in meinem Fall in meiner Schulzeit geschafft haben. Und von daher ist das jetzt auch sogar mit einem Ausrufezeichen, hey, ist es wie eine nicht unverbindliche, aber doch vielleicht lebenslustige Aufforderung für diesen schönen Beruf. Ja. Ich denke auch, dass wir als Religionslehrkräfte hohe Verantwortung haben in der Schule, gegenüber natürlich jedem einzelnen Kind und Jugendlichen, aber auch der Gesellschaft gegenüber. Und das mit der nötigen Freude und dem Spaß dran auch, ja, aber eben auch mit der Verbindung zur Transzendenz. Und das ist meiner Meinung nach Ihnen ganz großartig gelungen, das zu zeigen, in ein Bild zu bringen. Das ist wirklich etwas, was wahrscheinlich sonst niemand schafft. Dankeschön.
Sehr gern. Ich glaube schon, dass andere das auch schaffen. Mir ist auch die steirische Note dieses Reformationsempfangs aufgefallen, lieber Herr Oberkirchenrat. Ist die Zuversicht eine Steirerin? Die beiden Ausgezeichneten Sören Weigold und Sophie Weinhandl kommen aus der Steiermark. Und ebenso steirisch ist die Indie-Band Herr Kinski. Die Band Herr Kinski hat eigens ein Lied zum Thema Zuversicht für den Reformationsempfang geschrieben und es als Musikvideo aufgenommen. Bevor wir das Musikvideo sehen, spricht der Bandleader von Herr Kinski zu uns, Dominik Knees. Er ist Gitarrist und Sänger, aber auch der steirische evangelische Diözesan-Jugendreferent. Go, Captain Planet, lieber Dominik Knees, komm bitte auf die Bühne. Schönen guten Abend von meiner Seite. Wie gesagt, Dominik Knees, Diözesan-Jugendreferent aus der Steiermark, mit Sitz in Graz, der schönsten Stadt Österreichs. Ist natürlich ein Scherz, es gibt auch andere Städte in Österreich, die fast so schön sind wie Graz. Ja, wir haben extra ein Lied geschrieben für den Abend heute und dann haben wir erfahren, dass wir schon um 12 da sein müssen, wegen der recht strengen Corona-Checks für den Soundcheck. Und dann ist es nicht ausgegangen, dass wir kommen, weil die meisten berufstätig sind. Also haben wir gesagt, wir gehen zusammen in unseren Proberaum und nehmen das dann im Proberaum auf. Und das folgende Lied ist dabei rausgekommen. Es geht um Zuversicht, es soll Freude machen. Es ist ein bisschen mit Augenzwinkern. Und für die deutschen Gäste, wir haben auch Zettel, damit man mitlesen kann. Es ist Grazer Dialekt. Viel Spaß damit und Video ab. Thank you.
Zuversicht ist mehr als nur ein Wort. Hier sind sich die Indie-Band Herr Kinski und die Raiffeisen Landesbank Oberösterreich einig, obwohl sie es ansonsten recht verschieden sind. Die Raiffeisenbank Oberösterreich hat auch heuer wieder mehr als Worte getan, sondern 10.000 Euro für den Diakoniepreis gestiftet. Das ist eine wunderbare Geste und Bestärkung. Und dafür gebührt doch der Oberösterreichischen Raiffeisenbank auch ein Applaus. Ich darf jetzt als Vertreter der Raiffeisenbank Oberösterreich Herrn Direktor Stellvertreter Haider auf die Bühne bitten, genau gesagt hier zur Showbox. Und zugleich darf ich als Vertreter der Evangelischen Kirche AB in Österreich den Synodenpräsidenten Herrn Dr. Peter Krömer auch in die Mitte der Bühne bitten. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, erlauben Sie mir, einen kurzen Einhaker zu machen bei zwei Themen, die wir gerade gehört haben. Zum einen das Thema Marketing, zum anderen das Thema Geschichte. Ich glaube, zu beiden können wir von Raiffeisen ein bisschen was dazu beitragen. Vielleicht ist es in den letzten Tagen aufgefallen, wir haben einen neuen Werbeauftritt, der heißt Wir macht's möglich. Grammatikalisch vielleicht nicht ganz richtig, aber in Zeiten, in denen sich die deutsche Sprache gerade ein bisschen weiterentwickelt, glaube ich, irgendwo auch vertretbar. Für wir, das meint man das Gemeinsame, die Gemeinschaft, die drüber hinaussteht. Und der Herr Superintendent Nausen hat es ja heute auch schon auch in den, das Wir über das Ich gestellt, dass gemeinsam in der Gemeinschaft vieles möglich ist. Leider hat uns die Geschichte jetzt vor den letzten zwei herausfordernden Jahren gezeigt, dass es ausschließlich gemeinsam geht, partnerschaftlich geht, dass alle zusammenhelfen sollen, wenn wir gewisse Themen haben, die zu bewältigen sind. Und auch unser Gründer, Friedrich Wilhelm Raiffeisen, hatte das auch in der Geschichte gezeigt, vom Kassenverein, vom Wohltätigkeitsverein, vom Hilfeverein, hat sich im, unter dem Motto Hilfe zur Selbsthilfe Raiffeisen entwickelt. Das ist ein wirtschaftlicher Faktor in Deutschland und Österreich und gemeinsam mit starken Partnern, insbesondere Diakonie und den evangelischen Kirchen in Österreich, ist es uns eine Freude, eine besondere Freude, jetzt schon seit fast zwei Jahrzehnten diesen Preis zu stiften, der wirklich innovative Sozialprojekte würdigt, wertschätzt und ihnen eine Bühne gibt, und es freut uns sehr, da mithelfen zu dürfen. Herzlichen Dank. Meine sehr geehrten Damen und Herren, bevor ich Ihnen die Preisträger, es sind wieder zwei, nicht einer, nennen darf, möchte ich etwas außerhalb des vorgegebenen Rahmens tun. Das kann der Präsident der Generalsynode hier und da tun. Wir haben soeben vom Oberkirchenrat Schiefermeier die vorwissenschaftlichen Arbeiten, die Preisträger, präsentiert erhalten. Der Herr Oberkirchenrat Schiefermeier hat auch die ganzen Vorarbeiten für die Preisverleihung des Diakoniepreises geleistet und alles in großer Gewissenheit gemacht. Er macht dies seit dem Jahr 2008 und nach den bei mir aufliegenden Unterlagen hat er dies heuer das letzte Mal gemacht, weil er aus mir nicht ganz begreiflichen Gründen nächstes Jahr am 31.08. in Pension gehen wird. Ich möchte daher, weil das letzte Mal war, dir, lieber Karl, sehr herzlich für all diese Arbeiten, die du leistest, damit diese vorwissenschaftlichen Arbeiten entsprechend prämiert, aber auch der Diakoniepreis in rechter Weise ausgesucht wird, sehr herzlich danken.
Die Verleihung des Diakoniepreises ist ja für den Präsidenten der Generalsynode jedes Jahr spannend. Ich gehöre der Jury nicht an. Ich bekomme die Ergebnisse der Beratung mitgeteilt, hier und da eine Begründung. Nicht immer. Was das heurige Jahr anlangt, ziehen sich für mich möglicherweise Überlegungen der Jury durch. Ob sie tragend waren, weiß ich nicht. Vor 240 Jahren waren einige Geheimprotestanten nicht ganz zuversichtlich, ob tatsächlich das Toleranzpatent Josef II. Vom 13. Oktober 1781 Wirklichkeit wurde. Sie haben allerdings dann doch darauf vertraut und die ersten Toleranzgemeinden gebildet. Diese Gemeinden waren gekennzeichnet vor allem durch ehrenamtliche Mitglieder, hauptamtliche Pfarrer und Pfarrerin gab es noch nicht. Und sie waren vor allem auch gekennzeichnet, dass die Evangelischen untereinander ihren Glauben nicht nur in Worten, sondern auch in Werken der Nächstenliebe, Diakonie ausdrückten. Und da war es für mich naheliegend, dass in besonderer Weise heuer Projekte von Ehrenamtlichen in den Gemeinden, in der Gemeindediakonie prämiert werden. Die Jury hat dies getan. Es werden heuer für diesen Diakoniepreis zwei Preise zu gleichen Teilen vergeben. Das erste bekommt ein evangelischer Verein, der evangelische Verein Tauschraum aus Fels, der in Zusammenarbeit mit der evangelischen Pfarrgemeinde in Wels das Projekt Tauschraum für Soziales und Nachhaltigkeit betreibt. Dieser Verein hat einen Raum organisiert, in dem dreimal in der Woche die Möglichkeit besteht, günstig untereinander zu tauschen, um hier auch Menschen, die aus sozialen Gründen eine gewisse Hilfe benötigen, auch da Hilfe bekommen. Aber es geht in diesem Projekt nicht nur auch um eine Hilfe in Form des Tauschens, sondern es sollen auch soziale Kontakte geknüpft werden, seelsorgerliche Gespräche gemeinsam mit der Pfarrgemeinde Raum sein. Das ist der eine Preis. Der andere Preis ist ebenfalls ein evangelisch-kirchlicher Verein, teilweise evangelischer Verein zur Förderung offener Jugendarbeit im Salzburger Süden. Dieser Verein, der gemeinsam mit den evangelischen Pfarrgemeinden in Salzburg arbeitet, hat sich zum Ziel gesetzt, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus der Stadt Salzburg und Umgebung entsprechend zu betreuen, vor allem in den Sommermonaten Freizeitangebote zur Verfügung zu stellen, aber auch jetzt ab Beginn der Schule hier Räume zu öffnen und Kinder und Jugendlichen in ihrer schulischen und persönlichen Entwicklung zu helfen. Das geschieht mit ehrenamtlichen Mitarbeitern, teilweise auch da oder dort unterstützt durch die Gemeinden mit Hauptamtlichen. Ich meine, dass diese beiden Preise es wert sind, sich genau anzuschauen und Gemeinden aufgefordert werden, diesem Vorbild zu folgen. Und ich darf bitten, dass die Vertreter der Preisträger auf die Bühne kommen.
Jetzt kommt eine kurze Vorstellung der beiden Projekte durch Exponentinnen der Vereine selbst. Bitte kommen Sie doch mehr in die Mitte. Hier nehmen Sie die Mitte ein, Carla Thuile und Petra Stockinger. Und ich bitte die Regie, zwei Folien zurückzugehen, nämlich zum Tauschraum Wels, wenn wir jetzt, Frau Stockinger, Sie als Obfrau des Vereins unter uns haben und kurz mit Ihnen ins Gespräch kommen können. Sagen Sie uns, was ist denn der Tauschraum, was ist Ihr Anliegen dahinter? Hier ist das Mikrofon für Sie. Der Tauschraum ist ein Geschäftslokal, das wir im Cordatushaus Gott sei Dank eröffnen konnten, aufgrund einer Freiwerdung, nachdem ein Reisebüro dort aufgehört zu arbeiten. Und in diesem Geschäftslokal kann Kleidung und Spielzeug für Damen, für Herren, für Kinder getauscht werden. Wir haben da in einigen Sitzungen und Abenden und harter Kopfarbeit eine mehr oder weniger Alternativwährung kreiert. Und das sind Jetons, die bekommen werden, wenn jemand Kleidung bringt. Diese Jetons können die Leute dann bei uns einkaufen. Sie können natürlich auch die Jetons weiterschenken an bedürftige Personen oder sie können die Jetons auch bei uns spenden, die wir dann weitergeben an unsere Pfarrdiakonie, an das Frauenhaus in Wels oder an die Notschlafstelle. Ja, und das ist eben der eine Part. Und der andere Part ist natürlich der, dass in diesem Geschäftslokal auch eingekauft oder getauscht werden kann im Sinne der Nachhaltigkeit. Da wir ja seit kurzem eine Klimabündnis-Pfarrgemeinde sind, ist uns das auch ein sehr großes Anliegen gewesen. Sehr gut. Und Sie merken schon, wie die Herren hier beharrlich bereitstehen, um Ihnen den Preis zu übergeben. Dankeschön. Danke. Oh. Danke schön. Jetzt gebe ich das noch. Dieses war der erste Streich. Frau Thuile, darf ich Sie jetzt in den Mittelpunkt bitten? Herzlichen Glückwunsch. Sie stehen als Kassierin des Vereins Teilweise, Evangelischer Verein zur Förderung offener Jugendarbeit im Salzburger Süden, bereit. Das ist ein langer Name. Sagen Sie, was verbirgt sich denn hinter der offenen Jugendarbeit und dem offenen Jugendtreff, der hier im Zentrum steht? Es ist tatsächlich nicht nur der Name, sondern auch das Vereinsziel, dass wir in unserem Namen mit uns tragen. Unser Ziel ist es, Jugendlichen und Kindern Raum zu geben und Zeit zu schenken, damit sie das tun können, was sie brauchen. In unserem Jugendtreff kommen Kinder und Jugendliche, um Zeit so zu verbringen, wie sie es möchten. Sie können dort ihr Fahrrad reparieren, sie können dort Hausübungen machen, sie können spielen, sie können kochen, sie können sich an einem Musikinstrument versuchen. Und wir sind da, um Ansprechpersonen für sie zu sein und um sie zu begleiten und zu fördern in dem, was sie selbst tun möchten. Das ist die Offenheit, die wir mit diesem Angebot bieten möchten. Und seit über einem Jahr schon bieten. Ja, wir blicken auf 2 Jahre Vereinsgeschichte zurück, auf 1,5 Jahre Jugendtreff, den wir in viel Eigenarbeit, mit viel ehrenamtlichem Engagement renoviert haben und auf 2 ereignisreiche Sommer und leider noch lockdownbedingt nicht so ereignisreiche Wintermonate. Herzlichen Glückwunsch und nehmen Sie die Ehre entgegen. Sehr geehrte Festgäste, wir nähern uns dem Ende des offiziellen Teils des Reformationsempfangs. Es ist also Zeit zum Dank.
Ich darf jetzt eine ganze Reihe von Menschen auf die Bühne bitten, nämlich einerseits die Boten und Botinnen der Zuversicht, Michael Guttner, Anne-Sophie Neumann, Wilfried Nausner, Ruth Oberhuber und Brigitte Oberhuber, Werner Schwarz und Dominik Knees, und andererseits darf ich Herrn Bischof Michael Kalubka, Landessuperintendent Thomas Hennefeld und Herrn Superintendenten Stefan Schröckenfuchs auf die Bühne bitten, denn sie entbieten als Gastgeber und Veranstalter den Dank. Kommt alle herbei. Wir können auch einen Tauschraum eröffnen im Anschluss an den Empfang, falls Sie mit Ihrem Geschenk nicht zufrieden sind. Aber jetzt möchte ich zum Schluss noch Herrn Thomas Hennefeld um sein Schlusswort bitten und darf ersuchen, dass die anderen, nach dem Weidlichen fotografiert werden, die Bühne verlassen. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Festgäste, wir sind an diesem Nachmittag bei diesem Reformationsempfang überschüttet worden mit Zuversicht. Zuversicht strahlt aus, und ich bedanke mich im Namen der drei evangelischen Kirchen bei allen, die diese Zuversicht hier mitgebracht haben. Angefangen von der Kastanie, die ich natürlich auch einsetzen werde, über die verschiedenen Projekte, die musikalische Gestaltung, die Poesie, die Wissenschaft, die Diakonie. All das möge uns zuversichtlich machen und diese Zuversicht mitnehmen in unsere Welten, in unsere Gesellschaft, dass wir damit auch ein Stück weit die Gesellschaft verändern können. Die Zuversicht, die wir versprühen, die macht das Herz leicht und uns fröhlich, und sie bewirkt hoffentlich, dass wir auch weiterhin aus dieser Hoffnung, aus der ja Christinnen und Christen leben, auch leben und diese weitergeben. Ein Dank an alle, die diesen Reformationsempfang möglich gestaltet haben, mitgemacht haben. Danke aber auch alle, die abseits der Bühne dafür gesorgt haben, dass jeder und jede einen Platz hier bekommen hat und auch sicher ist. Sicher hier im Theatersaal, aber auch nachher beim Empfang. Danke auch der Moderatorin, wo ist sie? Eva Harraster, einen ganz herzlichen Dank. Dass du uns so wunderbar durch diesen Nachmittag
geführt hast. Und danke Ihnen allen für Ihr Kommen, die Sie hier sind und die Sie via Livestream über elektronische Medien hier mit zuschauen. Und jetzt kommt die Einladung, die leider nur für die gilt, die auch heute da sind. Das geht nicht anders. Aber ich freue mich sehr, dass wir wieder halbwegs normal zumindest hier weiter feiern können. Ich lade ganz herzlich ein zu einem Empfang mit Buffet. Bitte aber gleichzeitig vorsichtig zu bleiben und konkret heißt das beim Buffet bitte die Masken aufzubehalten und erst an den Tischen die Masken abzunehmen, damit wir auch möglichst sicher durch diesen Abend kommen und Speis und Trank miteinander genießen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie zuversichtlich und behütet bleiben. Und wenn Gott will und wir leben, dann sehen wir uns im nächsten Jahr 2022 beim Reformationsempfang im Herbst wieder. Dankeschön. Und jetzt alles noch einmal. Thank you.